Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Beck und ich bin die spirituelle Netzwerkerin. Ich hoffe, ihr habt alle in der letzten Zeit mein Buch verfolgt oder bestellt. Das gibt es jetzt noch auf Amazon, jetzt zum Ölemarathon, zum super Sonderpreis von 99 Cent. Also bitte nutzt dieses Angebot auf Amazon. Entweder den Link nehmen aus dem Workbook oder den Link unter der Livestream-Seite haben wir Banner eingeblendet, da könnt ihr draufklicken oder ihr gebt einfach bei Amazon Susanne Beck die spirituelle Netzwerkerin ein. Genau. Also, ihr Lieben, heute geht es um die Abundance-Formel und zwar um die 7 ätherischen Öle für deinen Erfolg. Nachdem jetzt ja einige Menschen mein Buch gelesen haben und sehr, sehr, sehr begeistert waren von den Inhalten, auch danke für die mehrfache Erreichung des Bestseller-Status. Also ich gucke immer wieder rein und dann bin ich immer wieder Bestseller. Also es ist einfach total toll, wie gut es ankommt. Deshalb vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr auch das so gut findet, dass ich euch da unterstützen kann. Genau. Es geht darum, jetzt tiefer in die Öle auch einzutauchen, die auch im Buch erwähnt sind. Ich gebe ja praktische Tipps immer, ich bin ja immer so ein Umsetzer und da sind natürlich praktische Tipps drin, was du gezielt tun kannst und darin unterstützen dich die Öle. Und ich bin angesprochen worden, dass ich doch mehr über die Öle noch erzählen darf, die auch in dem Buch, wie gesagt, beschrieben sind. Und deshalb habt ihr jetzt von mir heute die Abundance-Form. So. Maria Montessori hat mal gesagt, hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Ja, Kinder auszuziehen, zu erziehen, naja, aufwachsen zu lassen, ist so ein bisschen wie dein eigenes Geschäft zum Wachsen zu bringen. Es ist im Network Marketing unser ganz, ganz großes Geschenk und unser riesengroßer Vorteil, dass wir nicht irgendwelche Produkte verkaufen, irgendwelche Staubsauger oder irgendwelche lieblosen, keine Ahnung, Produkte. Wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit Produkten, die wirklich ein Menschenleben verändern. Und deshalb sind wir auch jetzt nicht klassische Verkäufer oder verkaufen nicht einfach irgendwas, sondern in erster Linie arbeiten wir daran, dass es uns in erster Linie mal besser geht. Ne? Und in dem Sinne, wo wir uns helfen, dass es uns besser geht, unterstützen wir auch andere Menschen, dass es ihnen besser geht, indem wir es ihnen vorleben. Ne? Da sind wir auch wieder bei der Kindererziehung, die beste Erziehung ist praktisch, wenn man die Dinge nicht vorschreibt oder verbietet, sondern indem man es einfach vorlebt. Und wenn du nach dir schaust und wenn es dir gut geht, und wenn du für deine persönliche Entwicklung sorgst, dann werden auch die Menschen in deiner Umgebung davon, ja, fasziniert werden, angezogen werden, die werden davon inspiriert und werden natürlich dir nacheifern, wenn du denen ein gutes Vorbild bist. Genau. Zum Thema Young Living. Ich sage immer, 80% von deinem Öle-Business ist Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar geht es darum, wie ich es eben schon beschrieben habe, diesen inneren, also ich sage mal auf Englisch, inner progress, outer process. Also dadurch, dass du dich innen weiterentwickelst, kann im Außen etwas passieren. Ne? Und bitte denk immer daran, alles, 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 was dir nach deinem Start mit deinem Business irgendwie passiert, über den Weg läuft, was dich aufregt, was dich nervt, was dich abhält, wo es außen schuld ist, wo die anderen schuld sind, denk bitte daran, das sind immer deine Themen. Es kommen deine größten Widersacher jetzt hoch. Also bitte sei ganz achtsam, wenn du merkst, dass dich sowas richtig antriggert.
Dann seid ihr sicher, du hast dein Thema gefunden und dann hast du genau das gefunden, an was du auch arbeiten kannst und wo du dann ansetzen kannst. Ne? Weil das sind genau die Sachen, die dich aufhalten, das Leben zu leben, was du eigentlich leben willst. Ja? Also sei ganz ehrlich zu dir, welche Themen kommen hoch? Und da meine ich wirklich, was nervt dich? Also je mehr du aufgeben willst, je mehr du alles hinschmeißen willst, desto mehr darfst du bitte hingucken. Weil es sind genau deine mega Handbremsen. Also frage dich, was sind die Themen und was haben sie mit dir zu tun und warum wird dir das gespiegelt? Weil alles, was dir, was auf dich zukommt, das ist alles dein Spiegel. Und es sind auch nicht die anderen doof oder die anderen schuld oder irgendwas oder irgendwer ist schuld oder Umstände oder keine Ahnung, irgendwas. Nein, es bist einfach du, es sind deine Themen. Es hat immer mit dir zu tun. Also schau genau hin und dadurch wirst du erfahren, wo du dann genau ansetzen darfst. Ja? Also arbeite, wenn du das erkannt hast, mit Surrender. Surrender ist ein Öl, was im Prinzip wörtlich übersetzt könnte man sogar sagen, das heißt kapitulieren oder aufgeben oder ergeben. Und es geht darum, wirklich sich selbst mal zu ergeben. Seine ganzen Muster, seine Strenge, seine, oh, wo wir immer drauf sind, dass wir und verbissen. Einfach sich zu ergeben, hinzugeben, aufzugeben sozusagen. Also aufgeben unser Überwollen, unser Ego. Und arbeite mit Release, um das auch gehen lassen zu können. Und da siehst du schon, oh wow, ich arbeite an meinem Business und auf einmal soll ich mit Surrender und Release arbeiten, einer der kräftigsten Emotionsöle. Ja, es ist wirklich 80% von deinem Business Persönlichkeitsentwicklung. An dir selbst in erster Linie. Ne? Also du arbeitest an dir, dass du ein besserer Mensch bist und dadurch hilfst du anderen. Ist das doch einfach ein Traum. Und warum sind denn jetzt einige Menschen erfolgreich und einige nicht? Warum ist der eine, fällt dem alles zu, läuft total leicht und der geht hier von Null bis Rakete ab wie Luzi und bei dir stagniert es und es ist einfach nur schwer. Warum ist das so? Warum sind die einen total happy und bei den anderen ist es schwer? Das ist Mindset. Bitte, wenn du dich jetzt angetriggert fühlst und denkst, nee, aber mein Mann und mein Kind und mein Job und mein Umfeld und mein Nachbarn und mein... Nein, das ist Mindset. Das ist alles Mindset. Glücklich sein ist Mindset und Erfolg auch. Ich habe Menschen kennengelernt, die todkrank waren und die waren glücklich. Und was ist das, wenn ich Mindset? Ich habe Menschen kennengelernt, die alles hatten und nicht glücklich waren. Was ist das, wenn ich Mindset? Ja. Die schlechte Nachricht ist, dass es wirklich verdammt schnell geht, einen schlechten Mindset zu bekommen. Wirklich. Du musst die Dinge, die du oft genug wiederholen. Und du wiederholst die Dinge oft genug, weil du hast diese Gedanken ständig von deinem Mangel, Bewusstsein, Mangeldenken. Aber die gute Nachricht ist, da du dich ja da selbst reingebracht hast, kannst du dich ja auch da selber wieder rausbringen. Ja? Und das geht tatsächlich genauso einfach. Du musst es nur machen. Du musst an deinen Gulasch ran. Ja? Ich sage immer so, nicht Gulasch, ja? Jeder hat Gulasch. Wir haben alle unsere Themen, unsere Konditionierung, unsere Prägung, alles, was uns dahin gebracht hat, dass es einfach schwer ist. Genau. Und wenn du dein Gulasch bearbeiten willst, dann gibt es vielleicht ein paar Hürden, die du überwinden darfst. Aber ich verspreche dir, danach ist alles anders und alles leichter und alles schöner. Und ist es wirklich so einfach? Ja, es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Also leg los und denk dran, Erfolg folgt der Freude. Also arbeite ganz viel mit Joy. Joy, das absolute Herz. Und dann denkst du, was? Business hat mit Joy zu tun? Natürlich. Wenn dir etwas nicht Spaß macht, dann lass es. No?
Es sei denn, du willst es lassen, weil es deine Boykottierer sind, die dich klein halten wollen, ne? Erkenne das. Das ist manchmal ein schmaler Grat, zu erkennen, okay, ist es jetzt wirklich nicht mein Weg oder ist es irgendwas, was mich klein halten will und wo ich wieder in meine alten Muster verfalle, in mein armes kleines Ich. Wo dein armes kleines Kind einfach nur trotzig ist und sauer und dann lasse ich es halt. Ne? Du darfst da wirklich hingucken. Was ist das genau? Und dein Job ist es, dein tatsächlich einziger Job ist es, deinen Weg zu finden und dann anderen Menschen zu helfen, auch wieder ihren Weg zu gehen. That's it. Und denk daran, an das Zitat: Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Also es geht darum, beziehungsweise es geht nicht darum, dass du dich selber groß machst, ja, weil dann hältst du andere klein, wenn du nur die Bühne suchst und nur dein Ego gepampert werden will, weil du so toll groß bist. Und es geht nicht darum, dass du babysittest. Weil wenn du babysittest und alles den anderen, die bemutterst und bevormundest, und für dein Gegenüber Entscheidungen triffst. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Warum triffst du Entscheidungen für andere Menschen? Du triffst Entscheidungen, ob das zu teuer ist, ob das was für den ist oder nicht. Warum machst du das? Auch wenn du es gut meinst, aber triff keine Entscheidungen und hör auf zu babysitten. Lass dein Gegenüber selbst ins Tun kommen. Zeige, wie es geht und unterstütze ihn dadurch, selbst in seine Kraft zu kommen. Wie gesagt, bei Kindern original das Gleiche wie bei deinem Business. Also bitte reflektiere das für deine verschiedenen Lebensbereiche. Das ist echt wichtig. Und bei der Abundance-Formel geht es nämlich genau darum, wie du dir selbst hilfst und dann dadurch andere. Und dabei unterstützen dich natürlich unsere wundervollen Pflanzenseelen. Und hier tauchen wir jetzt mal ein in diese sieben wirklich fantastischen Ölmischungen, die dir die Schwingung von Abundance in dein System hineinbringen. Also die Schwingung von absolutem Füllebewusstsein. Weil du kannst dich ja immer entscheiden, ne? Willst du Fülle oder willst du Mangel? Das ist ja auch eine Entscheidung. Das sind wir auch wieder beim Thema Mindset. Also lasst uns jetzt hier zu den Umsetzungsölen kommen. Und als allererstes Punkt 1, das absolute Must-Have für alle Networker und für natürlich für alle Ölis ist Belief. Belief zum Umprogrammieren deiner Glaubenssätze. Ich gehe meinen Coaches so mit, so sehr auf den Keks mit Glaubenssätzen, dass sogar eine Coachin mal gesagt hat, Glaubenssätze wären das Unwort des Jahres, weil ich sie so krass damit genervt habe. Und ich kann da wirklich sehr pedantisch sein, weil es einfach so wichtig ist. Weil, wie gesagt, es ist ja alles Mindset. Alles, was du glaubst, wird Realität. Also wenn du glaubst, dass es schwer ist, ist es schwer. Wenn du glaubst, dass es leicht ist, ist es einfach. Also schau da genau hin. Deine Glaubenssätze sind wirklich dein Killer. Ich habe ausführlich darüber auch in meinem Buch geschrieben. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann zieh dir mal das Buch rein. Das ist wirklich sehr spannend. Genau, also, Belief ist der Glaube, ne? Generell der Glaube an dich selbst, der Glaube an das System, der Glaube, dass einfach alles Gutes ist. Belief stärkt extrem dein Energiefeld. Weil es ist eine Mischung von ätherischen Ölen. Auch wir haben Baumöle einfach auch da drin, die riechst du ganz stark heraus. Die sind ganz festigend und ausgleichend. Und tatsächlich ist es so, dass ätherische Öle auch gelegentliche, sag mal, Verzweiflungszustände oder wenn du hoffnungslos bist und wenn du einfach total fertig bist. Dass ätherische Öle, die wirklich darüber helfen können,
dich nicht nur daraus zu erheben, sondern auch einen höheren Grad an Bewusstsein sozusagen dir zu ermöglichen. Ja, also sie helfen dir, dass du deine Potenziale, die ja in dir drin sind, du hast ja deine Fähigkeiten, deine Talente, du hast ja deine Bestimmung, die in dir schlummert. Und Belief hilft dir, dass du sozusagen diese Potenziale in dir zum Leben erwächst, dass du sie entfalten kannst, damit endlich du das Leben lebst, was du leben willst. In Gesundheit, in Glück, in Fülle, in Lebendigkeit, in Freiheit. Und wenn du richtig verzweifelt bist und wenn du den Glauben vielleicht sogar an dich verloren hast oder wenn du glaubst, du kannst es eh nicht oder es ist eben für andere oder du bist darin einfach nicht gut. Und wenn du ja den Glauben an dich verloren hast, dann ist genau Belief das Öl, wo du dir auch helfen kannst, dass du wieder da herauskommst. Weil wir tragen oft so uralte Glaubenssätze mit uns rum. Die sind so alt, die sind aus unserer Kindheit, von unseren Eltern, von unserem sozialen Umfeld, aus vielleicht sogar der Kultur, in der wir aufgewachsen sind oder auch über Generationen und Ahnen zuvor. Und diese Sätze sind so tief in uns verankert, oft sogar auch total unbewusst. In meinem 1:1-Coaching route ich ja. Und da kommt so oft tatsächlich raus, das ist wirklich spannend, da kommen dann Menschen zu mir, die dann sagen, ey, ich mach doch und ich werde einfach nicht erfolgreich. Und was ist denn los, wo hängt es? Und wir gucken dann immer, wo es hängt. Ne? Mit der Route kann man da auch natürlich ins Unbewusste und Unterbewusste und Überbewusste sozusagen reingehen. Da kommt total oft raus, dass unbewusst da eine Blockade ist. Also unbewusst, dass sich zum Beispiel die Person das nicht erlaubt, erfolgreich zu sein. Oder dass sie nicht unterbewusst nicht an sich glaubt. Oder dass sie sich nicht ermächtigt. Oder, ne, das kann ja verschiedene Ursachen haben. Und das ist total spannend. Ne? Das heißt, du kannst dann natürlich wundervoll mit den Ölen arbeiten, weil die gehen ja genau ne, ins Unterbewusstsein, arbeiten ja auf der feinstofflichen Ebene, wo wir ja sonst praktisch überhaupt gar nicht Kontrolle drauf haben oder irgendwie hinkommen. Und da können wir dann damit arbeiten, weil wie sollen wir denn bitte sonst überwinden, wenn wir unbewusst uns nicht erlauben, erfolgreich zu sein, wovon wir überhaupt noch nicht mal das vorher im Bewusstsein hatten. Ja? Also diese ganzen alten Sachen, also als Emotionen, als alte Erinnerungen, als Glaubenssätze in unserem limbischen System tatsächlich abgespeichert. Das ist unser emotionales Gehirn. Wie kommen wir da bitte dran? Da kannst du dir noch so sehr einen abrackern. Es bringt halt einfach nichts, wenn da so tief das Zeug drin sitzt. Ja? Also arbeite mit Belief, transformiere deine Glaubenssätze und du wirst wirklich dein Leben verändern. Ich verspreche dir. Belief ist wundervoll als generell zur Anwendung im Diffuser. Du kannst es als Chakraöl verwenden und du kannst darin baden. Und bitte, wenn du Termine hast, die gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, sag ich jetzt mal, dann tragst du dir bitte vorher einfach das Öl auf die Pulse, auf den Nacken, auf deinen Stirn auf, ne, und kannst affirmieren, ich glaube an mich, ich vertraue darauf, dass ich meine Ziele erreiche. Ne, dreimal wiederholen. Super gut. Ja, dann kommen wir zum nächsten Öl. Und was ist denn noch ein Öl, was auf jeden Fall in der Abundance-Formel drin sein sollte? Natürlich Abundance. Logisch, weil Abundance ist das klassische Öl natürlich für Persönlichkeitsentwicklung, für Herzbusiness. Abundance ist ein wichtiges Öl, weil kein Öl manifestiert so stark wie Abundance. Also wenn du mit Abundance arbeitest, Abundance heißt ja praktisch übersetzt Reichtum oder Überfluss. Und das wurde praktisch von Gary kreiert, dass wir in dieser totalen Frequenz dieses magnetischen Energiefeldes sozusagen uns richtig einschwingen können auf diese hohe Schwingung von Fülle. Ja, niedrige Schwingung ist Mangel
Und hohe Schwingung ist einfach diese Fülle. Und wenn du das Gesetz der Anziehung kennst, dann weißt du, dass du laut dem Gesetz der Anziehung auf dieser hohen Schwingung alle Menschen, alle Umstände, alle Möglichkeiten, alle Situationen, alle Energien anziehen kannst, die auf diesem selben Level schwingen. Also arbeite mit Abundance und du wirst wirklich sehen, wie du eine Fülle der Möglichkeiten auf einmal bekommst, und zwar in allen Lebensbereichen. Und Abundance ist super gut für Menschen, die Versagensängste haben oder extreme Zweifel oder da Programmierungen für Armutsgedanken oder die einfach einmal. Und wenn du da so sehr drin bist, dann wirst du echt krank. Also psychisch, körperlich, alles. Es ist wirklich krass. Und wenn du überlegst, dass in Abundance sind 8 Öle drin, die in der Antike schon mit Reichtum assoziiert wurden. Wir haben Orange, Nelke, Zimt, Ingwer, Patchouli, Weihrauch, Myrrhe und Fichte. Wenn du damit arbeitest, kannst du gar nicht anders, als deine Schwingung zu erhöhen und alle deine Zellen auf Reichtum zu programmieren. Aber bitte Vorsicht, Abundance ist wirklich, ist kein Öl manifestiert so stark. Wenn du mit dem Öl arbeitest und schlechte Gedanken hast, dann kommen die in Fülle. Also sei ganz achtsam, welche Gedanken hast du beim Auftragen oder beim Arbeiten mit Abundance? Wenn du nur Mangelgedanken hast oder nur denkst, oh, klappt eh nicht oder oh, nur, dann bitte, bitte nimm keine Abundance. Also affirmiere mit Abundance und arbeite mit diesen Fülle-Gedanken, mit diesen Reichtumsgedanken, dass du selbst beschenkt bist vom Leben, dass du andere auch beschenkst. Und du wirst sehen, dass du dadurch genau das anziehst. Es liegt also ganz bei dir, wie du diese Ölmischung anwendest. Ob du Fülle in dein Leben anziehen möchtest oder ob du weiter einfach in deinen Mangel. Abundance ist perfekt für die Handinhalation, um damit deine positiven Affirmationen zu machen. Ich mache das jeden Morgen im Bad Abundance und ich nehme wirklich viele Tropfen Abundance. Also bei mir hält ein Abundance-Fläschchen einen Monat, weil ich mich damit komplett einsalbe. Und das ist so gut. Also salbe dich morgens mit Abundance, habe gute Gedanken, starte gut mit guten Gedanken in deinen Tag und du wirst dadurch deinen ganzen Tag verändern. Dann haben wir Envision, ein wundervolles Öl. Envision ist zur Verwirklichung deiner Vision. Ja? Also Envision ist ein Öl, was du zum Beispiel nehmen kannst, wenn du Vision Board zum Beispiel kennst, dann könntest du das auch wundervoll nehmen, wenn du ein Vision Board machst. Oder kannst dich mit Kreativität und Einfallsreichtum unterstützen, wenn du das umsetzen willst. Oder andere, es gibt ja noch andere Strategien. Vision Board ist jetzt nur mal ein Beispiel. Es ist auf jeden Fall, besitzt Envision die Fähigkeit, dass du die seelische Kraft, ja, die für die Verwirklichung auch unserer Träume und Ziele benötigt wird, dass du die wie Turbo startest. Manchmal haben wir ganz im Gegensatz zum Turbostart unser innerer Antrieb, der total blockiert ist, der total gedrückt ist, wo wir merken, wir sind total einfach ohne Antrieb. Und die ätherischen Öle dieser Mischung, die helfen uns einfach, dass wir diesen Antrieb wieder neu erwecken, dass wir uns praktisch erneuern, dass wir Ängste überwinden, dass wir neue Dimensionen zu denken beginnen. Wenn du
das Ziel vor deinen Augen hast, wenn du es visualisieren kannst, wenn du es fühlen kannst, dass du es bereits erreicht hast, dann wird diese Flamme dieser Motivation entzündet. Und dann erreichst du dein Ziel wie ein abgeschossener Pfeil. Das geht direkt paff. Shakespeare hat mal gesagt, dass die Zukunft wie ein unentdecktes Land sei, wie eine Reise in die Ferne. Lustigerweise freuen wir uns immer auf unseren Urlaub, auf Reisen in einen anderen Ort, aber wir haben so ein bisschen so Angst vor die Reise in uns selbst und vor der Reise in unsere Zukunft. Warum ist das so? Trau dich. Mach dich auf deinen Weg und freue dich auf die Reise. Und Envision kann dir dabei helfen, dieses fremde Land deiner Zukunft zu betreten. Wenn du wie ich auch im Öle-Business bist, wenn du erfolgreich sein magst, dann nimm dir Envision, geh auch wieder in die Handinhalation, trage es dir auf dein drittes Auge und die Zentrallinie von der Nasenspitze bis zum Haaransatz. Ja. Und dann es ist ganz wichtig, dann nimm dir nicht als Vision, dass du selbst einen höheren Rang erreichen willst, sondern nimm dir vor, dass du 7 Menschen aus deinem Team einen höheren Rang erreichen. Ne, es ist so lustig, uns fällt es oftmals schwerer zu visualisieren, dass wir selber erfolgreicher sind, als dass wir andere visualisieren, erfolgreich zu sein. Ne, deshalb mach es dir leicht, visualisiere, dass 7 Leute aus deinem Team, die schon eine hohe Position haben, den nächst höheren Rang erreichen. Dann musst du dich nicht selber für dich praktisch einsetzen oder ins Zeug legen, sondern es macht dir ganz, ganz leicht, dass du andere weiterbringst in ihrem Leben und dadurch dich selbst weiterbringst. Also geh mal auf diese spannende Reise in die Zukunft und beobachte mal ganz klar, was macht das mit dir? Was macht es mit deiner Motivation? Was macht das mit deiner ganzen inneren Einstellung, mit deiner inneren Motivation? Die Fichte, die darin enthalten ist, die gibt dir wirklich die Stärke und die richtige Verwurzelung, dass du auch in diese Ausrichtung nach oben gehen kannst. Genau. Als nächstes Öl haben wir Clarity. Spreche rein, klar und messerscharf. Clarity steht für Klarheit. Es geht um geistige Klarheit. Und es geht ja nicht nur um die Klarheit in unserem Leben, sondern auch um die Wahrhaftigkeit, um die Klarheit in unserer Sprache. Wir stehen nämlich oft vor größeren Herausforderungen und wissen dann nicht, was wir tun sollen. Und Clarity kann uns dann helfen, dass wir neue Möglichkeiten gewinnen, dass wir Dinge von der anderen Perspektive sehen, aus einem anderen Blickwinkel. Vielleicht ist es gar nicht so, wie es scheint. Und vielleicht haben wir manche Aspekte noch gar nicht so betrachtet, die uns Clarity dann auf einmal in dem Moment präsentiert. Also nutze Clarity, dass du klar bist, dass du klar sprichst, dass du viel Wert geben kannst in deine Worte, viel Klarheit. Wenn du rumeierst und anderen keinen Mehrwert gibst, dann bist du auch keine wirkliche Bereicherung für andere Menschen. Deshalb unterstützt dich hier mit Clarity, ganz klar zu werden.
und dich selbst, wie gesagt, auch mal aus Blockaden herauszuholen. Dafür kannst du dir zum Beispiel das Clarity auf die Ohrenspitzen aufgeben, auf die Handgelenke, auf Hals und auf die Schläfen. Und ich liebe es im Diffuser. Probier Clarity auf jeden Fall mal im Diffuser. Das ist richtig, macht dir richtig das Licht an. Also wenn du einen neuen Drive brauchst, neue, frische, klare Gedanken, dann schnapp dir Clarity. Punkt 5 der Abundance-Formel ist Journey on. Bleib auf deinem Weg. Wenn du das Gefühl hast, dass du von deinem Weg abgekommen bist oder dass es schwierig ist oder dass dein Weg irgendwie schwer ist oder dass du dich ablenken lässt oder dass immer alles andere doch wieder wichtiger ist als du, dann arbeite mit Journey on. Hab Mut, deinen Weg zu gehen. Und entdecke wirklich jede neue Möglichkeit in jedem Schritt. Journey On ist so ein starkes erdendes, verwurzelndes Öl in Zeiten, wo ich wirklich so flatterig bin, dass ich so das Gefühl habe, ey, ich bin nervlich und ich knall wie durch. Dann hilft mir Journey On so sehr, weil es so sehr erdend ist. Und es hilft mir so sehr, einfach diese Herausforderungen anzugehen, zu überwinden. Es hilft uns, inneren Frieden zu finden, spirituelles Bewusstsein zu finden. Also verwende es, wenn du das Gefühl hast, dass du von deinem Weg abgekommen bist, wenn du das Gefühl hast, von dem Recht und Tat abgekommen zu sein. Ne? Lass einfach deine wundervolle Reise in die richtige Richtung weitergehen. Und du musst auch nicht dein Endziel kennen. Ne? Du musst einfach nur den nächsten Schritt gehen. Also sei einfach in dem Bewusstsein deines nächsten Schrittes auf deiner spannenden Reise. Journey On ist durch seine wirklich extrem starken Öle wie Immo Power, Motivation, Copaiba, Zimt, Pfefferminz und Dreamcatcher so extrem stärkend und motivierend, dass es extrem dich unterstützt, eine Herausforderung zu überwinden. Es schenkt dir so starke Erdung und Bodenhaftigkeit, dass du richtig das Gefühl hast, dass deine Wirbelsäule so richtig aufgerichtet wird. Also du stärkst sozusagen deinen Rücken. Es füllt dich so sehr auf. Und es ist wie so ein bisschen starker Begleiter zum Anlehnen. So eine helfende Hand, das hilft dir, dass du stark und würdevoll weiter durch dein Leben gehen kannst und dass du dir selbst treu bist. Das ist ja oft, wenn wir vom Weg ankommen, dass wir uns selbst verloren haben, dass wir uns selber gar nicht mehr treu sind. Also arbeite mit Journey und trage es auf deine Fußsohlen auf, so schön erdend ist, und nimm dann immer noch ein bisschen auf dein Herz. Lade also dein Herz mit mehr Liebe, mit mehr Widerstandskraft und mit mehr Mitgefühl auf. Und du wirst spüren, wie verwurzelt und wie stark es dich werden lässt. Wundervoll. Schritt 6, magnify your purpose. Wir hatten ja jetzt schon die Rede von magnify your purpose. Es wurde wirklich speziell für Menschen kreiert, dass sie ihren Lebenszweck finden, also den Sinn des Lebens, ihre Bestimmung finden. Die Mischung Magnify Your Purpose ist außerdem da, unsere Kreativität zu stärken, unsere Sehnsucht, unseren Fokus und unsere Motivation. Wir können dadurch eine positive Haltung erreichen. Wir können endlich in die Aktion kommen. Es hilft uns, so ein bisschen kennst du dieses die Verschieberitis, ja? Das hilft uns wirklich, Verschieberitis und auch tatsächlich Selbstmitleid und totale Mangelgedanken zu überwinden und unseren Lebenssinn dadurch zu verstärken. Ja, also wie wir ja schon gesagt haben, viele Menschen leben einfach gar nicht mehr so ihren höchsten Sinn, ihre Sinnhaftigkeit, ihre höchste Bestimmung. Jeder von uns hat einen Lebenssinn. Jeder von uns hat
ja, seine Bestimmung. Und es ist einfach so schade und so eine Verschwendung, wenn du diesen Sinn nicht findest. Und wenn du einfach irgendwas machst und deine ganzen Talente und großartigen Fähigkeiten einfach sterben. Also lass das nicht zu. Hilf dir selbst, dass du auf deinem Weg bleibst, deinen Weg findest, deinen Weg folgst. Über alle Widrigkeiten hinweg. Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof, das wissen wir. Aber es ist auch okay, so muss es auch nicht sein, weil wir wachsen ja an unseren Aufgaben. Da sind wir wieder beim Mindset. Wie gehst du mit Niederschlägen sozusagen um? Wie gehst du mit Widerständen um? An unseren Widerständen wachsen wir, sonst hätten wir sie ja gar nicht. Wenn wir nicht daran zu lernen hätten und wenn sie nicht wichtig wären für uns, wären sie nicht da. Und hätten wir keine Widerstände und keine Lernaufgaben, wären wir auch nicht der Mensch, der wir sind. Und wir sind durch unsere Prozesse gereift und gewachsen, weise geworden, haben gelernt. Also überwinde dein Selbstmitleid. Magnify Your Purpose ist das Öl gegen dieses Selbstmitleid. Ja? Für Menschen, die andere Menschen oder andere Umstände dafür verantwortlich machen, dass sie nicht eben ihre Bestimmung leben. Oder für Menschen, die einfach nicht mehr an ihren Sinn glauben. Und hier mischen sich diese wundervollen Erdenöle wie Patchouli und Ingwer und Öle für das dritte Auge wie Sandelholz. Mittige Öl, Rosenholz, Salbei und hormonähnliche Öle wie Zimtrinde für die Nieren, wundervolle Unterstützung für die gesunden Nebennieren und Salbei für die gesunden Keimdrüsen. Es ist einfach ein so stärkendes Öl für unseren Körper und für unseren Geist. Und wir sind wirklich manchmal in so im Mangel und so klein, dass wir dieses Öl brauchen, was uns von unten wie ein Feuer anfacht. So richtig, als würdest du Ayurveda, sag ich mal, das Agni, das Lebensfeuer, dass du praktisch das anfachst und von unten richtige Power bekommst, dass du deine Ziele erreichen kannst. Dass du endlich wieder Power und Kraft hast, deine höheren Ziele auch zu verfolgen. Genau. Also trage dir bitte Magnify Your Purpose auf die Fußsohlen immer gerne, auch wenn du dich erden willst. Aber sonst sind 1, 2, 3 Tropfen auf die Handgelenke und auf die Schläfen wunderschön. Danach kannst du in die Handinhalation gehen und es tut einfach total gut. Und das letzte Öl aus der Abundance-Formel ist Highest Potential. Highest Potential, lebe dein höchstes Potenzial. Dein höchstes Potenzial zu leben erfordert, dass du dein höchstes Potenzial erkennst. Deshalb arbeite mit Highest Potential. Das ist eine wirklich ganz exotische Mischung. Wir haben Australian Blue, Gathering, Ylang-Ylang und Jasmin. Das ist ein super schönes Öl, was dir wirklich hilft, dein höchstes Potenzial zu erlangen, zu aktivieren und zu verstärken. Also wir haben wirklich diese Australian Blue ist ja ein Öl, das extrem aufbauend und inspirierend ist. Wir haben Gathering, was uns hilft, so an unserer Zielsetzung zu arbeiten. Wir haben Jasmin, das ist das allerstärkste Yin-Öl. Ja, das allerstärkste. Fördert Selbstbewusstsein auf eine ganz sanfte Art Weise, hilft dir auch dein Herz zu klären und zu reinigen. Und wir haben Ylang-Ylang, das ist das zweitstärkste Yin-Öl, was wirklich beruhigend ist, besänftigend ist. Es hilft, dass du blockierte Gefühle freilassen kannst, dass dein männliches und dein weibliches, ne, wir kennen das ja unter Yin und Yang, dass du das in Balance bringen kannst. Das ist ganz, ganz wundervoll. Also wir haben Highest Potential
für uns geschenkt bekommen, dass wir wirklich anfangen, unser höchstes Potenzial zu leben. Deshalb ist es für mich eines der wichtigsten Öle, auch wenn wir arbeiten im Öle-Business, mit dem wir wirklich tatsächlich ganz intensiv arbeiten, weil wenn du nicht dich erhebst in dein höchstes Potenzial, wirst du immer weiter in deinem kleinen Ich dich verstecken, hinter deinen Blockaden, hinter deinen Ängsten, hinter deinen Ausreden. Und genau dafür ist High Potential da. Und dafür kannst du es auf dein drittes Auge aufgeben, draufgeben und hinter den Ohren, in den Nacken und auf die Zentrallinie. Und kannst immer wundervoll arbeiten, auch mit der Handinhalation. Genau, das waren die 7 Öle für die Abundance-Formel. Wir haben jetzt im Zuge vom Ölemarathon noch ein Angebot jetzt auf Amazon. Es gibt für 99 Cent noch die spirituelle Netzwerkerin zu kaufen. Wenn du tiefer einsteigen magst in dieses Thema, wenn du mehr wissen willst über die Dinge, die ich erzählt habe, dann hol dir jetzt noch für ein super Angebot von 99 Cent mein E-Book, die spirituelle Netzwerkerin. Du brauchst dafür kein Kindle. Du lädst dir einfach die kostenlose Kindle-App runter, die kannst du auf jedem Device, ob Handy, Tablet, Computer, egal wo du lesen willst, kannst du dir die runterladen und kannst es dann lesen. Genau, die ist kostenlos und ist einfach ganz, ganz easy. Genau. Wenn du noch weiteren Input brauchst, wenn du jetzt sagst, ja, super, Susanne, das hat mich jetzt total interessiert, ich möchte noch ein paar Umsetzungsbooster haben, ich möchte noch wissen, wie machst du das, was kann man machen, wie genau geht das, dann guck doch bitte mal auf meine Seite. Ja, entweder ist die im Workbook unten drin oder du kannst auf www.susannebeck in einem Wort.com / Business-Kurse gehen, also www.susannebeck in einem Wort.com/business-Kurse. Und da findest du meine ganzen Angebote, was du bei mir buchen kannst, wie du Informationen, Input von mir bekommst. Und da ist ein super toller Kurs, und zwar der Holistic Business Basics. Das ist ein 7-Tage-Videokurs. Da geht es um die Umsetzung der 7 Schritte in ein glückliches, freies und selbstbestimmtes Leben aus meinem Buch Die spirituelle Netzwerkerin, weil da kannst du tiefer einsteigen in die Themen auch aus meinem Buch und kriegst genau Anleitung, wie du in die Umsetzung kommst, was du genau machen musst. Und da gibt es auch im Rahmen jetzt vom Ölemarathon 20% Rabatt auf diesen Kurs. Also du kannst dann einfach bei der Bezahloption, bei Gutscheincode gibst du einfach Marathon ein, alles kleingeschrieben, und dann kriegst du 20% Ermäßigung auf diesen Holistic Business Basic Kurs. Genau, und da geht es um so Inhalte wie proklamiere ich negative Glaubenssätze um? Wie entlarve ich mein Boykotteur? Was sind meine ersten Schritte? Wie mache ich es von Anfang an richtig? Wie schaffe ich es, meine Komfortzone zu verlassen? Wie schaffe ich den Fokus zu behalten? Wie schaffe ich es, dran zu bleiben? Wie schaffe ich es, in Leichtigkeit erfolgreich zu sein? Wie erlange ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben und in meinem Business? Wie werde ich endlich erfolgreich? Wie finde ich meinen Weg? Und wie gehe ich mit Negativen um oder mit Rückschlägen um? All das erfährst du in dem 7-Tage-Videokurs. Wie gesagt, 20% Rabatt, jetzt auch im Zuge vom Ölemarathon. Mit dem Gutscheincode Marathon. Genau, auf der Seite findest du alle meine Angebote. Da kannst du dir mal dir alles durchgucken, was ich so alles mache. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen oder wenn ich irgendwas sonst für dich tun kann, dann bitte melde dich bei mir, verbinde dich mit mir auf dieser Webseite. Kannst du auch, hast du alle meine Kontaktdaten. Also schau einfach auf www.susannebeck.com/business-Kurse vorbei. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt bleiben.